nächste Unboxing steht an und ihr seht es schon an der Rückseite, was es für eine Box ist. Es ist natürlich wieder die Glossy Box. Dieses Video kommt leider etwas später online als geplant, weil einfach ich noch so viele Videos hatte. Und die Glow-Videos auch noch dazwischen kamen. Ja, jetzt kommen sie leider etwas später. Aber ich hoffe, es macht euch nichts. Und ich werde sie trotzdem mit euch auspacken, denn ich liebe Glossy Box Unboxings. Und tue sie auch gerne euch zeigen. Ja, wir nehmen die Box raus. Die hat wieder ein normales Design. Ich glaube, das letzte war Mary Poppins. Es war die Weihnachts-Edition in Mary Poppins Design. Und diese Box sieht eben wieder normal aus. Bin mega gespannt. Sneak Preview. Ich weiß nicht, ob ich was gesehen habe. Ich glaube, ich habe mal eine Preview gesehen, aber ich weiß nicht mehr, welches Produkt es war. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Ja, und sie fällt mir gleich runter. So sieht die Box aus. Dieses Mal hatten wir Strong and Beautiful das Thema. Sie wird wahrscheinlich sehr um Pflege gehen, aber da ich die letzte Zeit eh sehr für Pflege bin, gucken wir mal. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr dünn an, dieses Mal das Heft. Oh, und jetzt weiß ich wieder, was das Produkt war. Und zwar von Benefit Cosmetics, dieses 24-Stunden-Brow-Setter. Der wird drin sein auf jeden Fall. Das war in der Sneak drin. Und da werde ich mich auf jeden Fall freuen. Werde ich super gerne verwenden. Dann haben wir von Tracel Moon Sugared Grapefruit Sunrise Handcreme. Das wird eine neue sein. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Also das ist die rote hier unten. Muss jetzt nicht sein. Dann haben wir einmal von Indola Color Leave-In Rinse Off Treatment. Keine Ahnung, was das ist. Tiefenpflege fürs Haar. Okay. Maske habe ich auch nicht so viele. Wäre jetzt nicht schlimm, wenn die drin ist, würde ich verwenden. Dann haben wir von Indola noch Repair Keratin Filler. Also die Socken sind echt teuer. Also ein Keratin Shampoo, denke ich mal, oder? Nein, Länge und Spritzen spülen, das ist ein Spray für danach, denke ich mal. Spray für danach. Finde ich interessant, weil Keratin soll ja echt nicht schlecht sein für die Haare. Deswegen ist ja auch das Kerastase so gut, dieses Shampoo. Das will ich auch unbedingt mal testen. Ja, das würde mich sehr interessieren. Dann haben wir von Nivea Q10 Vitamin C straffende Bodylotion. Die bräuchte ich jetzt nicht. Dann haben wir von Sansuki Aqua Clear Skin 24-Stunden-Pflege für unreine und trockene Haut. Nein, für unreine, trockene Haut. Okay, die bräuchte ich jetzt auch nicht, denn ich habe zwar unreine, aber keine trockene Haut. Deswegen bräuchte ich das nicht. Dann haben wir von Silhouette Expert eine Handcreme. Bräuchte ich jetzt auch nicht. Ganz normale Handcreme. Ich habe so viele Handcremes, ich kann mich zuschütten damit. Dann haben wir von Jean Dacquel. Ich weiß, die ist teuer. Diese Jean Dacquel oder wie man die ausspricht. Und zwar eine 24-Stunden-Creme Rehydrate. Die würde mich sehr interessieren. Einfach bloß, weil ich weiß, dass die teuer ist. Ja, hier steht 35 Euro. Das wäre wahrscheinlich nur ein Probeprodukt, aber das würde mich sehr, sehr interessieren. Und zwar ist das hier oben in so einem Glasfläschchen. Wäre natürlich super, wenn das eine ganz normale Größe wäre. Das, aber mal gucken. Und eben von der gleichen Marke noch, überhaupt nicht aussprechen, Vegetali Nettoyado Micellar. Also ich denke mal Micellarwasser. Wattepad mit der Lotion durchdrängen. Nein, eine Lotion, eine Gesichtslotion. Morgens und abends übers Gesicht. Natürlich Öle Express Micellen Lotion. Die hört sich auch interessant an, würde ich auch sehr gerne probieren. Das ist mal wieder was, was ich noch nicht kenne. Folgt mir jetzt so gar nicht. Dann haben wir eine Humble Brush, könnte drin sein. Das ist diese Holzzahnbürste. Die finde ich mega cool, die würde ich super gerne ausprobieren. Ich habe zwar eine elektrische Zahnbürste, aber die würde mich interessieren. Die würde ich wirklich austesten. Dann haben wir von Coralie Instant Detox Maske. Das ist diese grüne Verpackung hier. Die hatte ich jetzt in so vielen Boxen schon drin, deswegen bitte nicht. Dann haben wir von Blütezeit 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Das Packaging sieht süß aus, aber eigentlich bräuchte ich es nicht. Das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es drin wäre, aber eigentlich bräuchte ich es nicht hier auf dieser Seite. Aber es sieht interessant aus. Dann hatten wir von Monoskin Eye Cool Gel. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. So ein Eye Cool Gel zum Entspannen in der Nacht oder in der Früh, wenn man eben gestresst ist, finde ich sehr gut. Dann hatten wir von Unani dieses Gesichtspeeling. Ich bin mir nicht sicher, war das in einem Look Fantastic Adventskalender oder im Glossy Box Adventskalender. Auf jeden Fall habe ich das schon und deswegen muss es nicht sein. Dann hatten wir von Calusan Creme Charm Fresh. Ich glaube, das ist wieder... Nein, das ist diesmal für die Haut. Ich habe da so einen Fußschaum von Calusan oder Calusan. Und bräuchte ich nicht. Ich habe so viele Bodylotion und Sachen für trockene Haut, deswegen. Dann haben wir Neutrogena Hydro Boost oder Illuminating Boost Hydrogel Maske. Die fände ich sehr, sehr interessant. Also die will ich schon lange ausprobieren. Aber ich kann euch sagen, schaut euch das Glow-Video an. Da ist sie vielleicht schon zu sehen. Dann haben wir noch von Duce Relentless Matte Lip Cream.
Crayon Winterberry. Da hatte ich auf jeden Fall einen im Glossy Box Adventskalender drin, deswegen den bitte nicht. Dann haben wir von ICO Thermal Treatment Wrap Detox and Balance Mask, also eine Haarmaske. Die wollte ich gerne, würde ich gerne ausprobieren wollen. Ich weiß, ich habe gehört, einmal hat einer so ein Shampoo-Haube ausprobiert und da war nicht begeistert davon, deswegen mal gucken. Dann von Bigot natürliche Augencreme, roter Klee. Das ist die Eigenmarke von Bipa. Fände ich cool, weil da komme ich so nicht ran an die Produkte. Und das war's. Nächsten Monat haben wir wieder eine Sonderedition. It's all about love. Liebe beginnt mit einem Lächeln, trifft manchmal sogar mitten ins Herz, durchströmt jede Faser unseres Körpers und hört nicht auf, bis sie all unsere Sinne erobert hat. So wollen auch die Essentials deiner Glossy Box It's all about love Edition dein Beauty-Herz erobern und dich mit Liebe erfüllen. Sie geben dem nicht greifbaren Gefühl von Liebe eine wundervolle Hülle und unterstreichen von außen gekonnt dein inneres Strahlen. Lass uns im Valentin Monat gemeinsam Liebe in all ihren Facetten verspüren. Offen, humorvoll, frei und ohne Tabus. Denn Liebe ist bekanntlich grenzenlos. Hört sich sehr interessant an. Und so soll die Box aussehen. Also ich weiß nicht, gibt es da zwei verschiedene Boxen oder ist das einmal Vor- und Rückseite? Nein, einmal Vor- und Rückseite. Sieht mega gut aus. Ich hoffe, dass sie gut ist. Ja, ich muss sagen, dieses Mal ist die Box an sich so, spricht mich jetzt so richtig an, eigentlich nicht. Einmal hatten wir das von Benefit Cosmetics, das wünsche ich mir natürlich rein, weil ich weiß, dass es drin ist. Dann wünsche ich mir von Indola dieses mit Keratin, dieses Spray, das würde ich sehr gerne ausprobieren. Dann haben wir zwei Produkte. Dann würde ich gerne eins von diesen zwei Produkten ausprobieren, welches ist mir total egal, würde ich beides sehr gerne probieren, das wären dann drei Produkte. Dann würde ich mir rein wünschen die Humble Brush, einfach weil ich die mega toll finde. Und dann würde ich mir noch rein wünschen dieses iCool Gel. Dieses iCool Gel, das würde ich mir auch sehr gerne reinwünschen. Sonst, ja, die Neutrogena Maske, die wäre auch noch interessant gewesen, aber das andere interessiert mich jetzt mehr. Also, einmal von Benefit das, dann einmal die Humble Brush, dann einmal eins von dieser Sean Darkel, dann einmal dieses mit Keratin, dieses Haarspray und eben einmal dieses iCool Gel von Moonskin. Mal gucken, was von dem drin ist. Wir haben einmal eine Maske, ein Sachet auf jeden Fall. Okay. Von Botanicals Fresh Care Stärkekur fürs Haar. Ja, werde ich sehr gerne verwenden. Dieses hier sieht mega interessant aus, auf jeden Fall. Dann, ja, ich hätte es mir eigentlich denken können, von Neutrogena diese Illuminating Boost Maske. Aber Illuminating finde ich besser als die Hydro. Ich mag nämlich so die Strahlen lassen sollen, Masken. Eine Maske entspricht ca. 30 Anwendungen einer Beauty Serums in 15 Minuten. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall gut sein sollen. Sie sollen ein gutes Ergebnis zaubern. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das 30 Beauty Anwendungen ersetzen soll, aber werde ich sehr gerne probieren. Ist jetzt nicht schlimm, dass die drin ist. Dann haben wir ein Päckchen, ein langes Päckchen. Ich glaube, da ist die Zahnbürste drin. Ja, eine Humble Brush, leider nicht in einem rosa, sondern in einem eher lila Farben, aber es ist Adult Medium, ist gut. Umweltfreundlich, sozial verantwortlich. Design in Schweden. Werde ich sehr gerne verwenden. Also die wollte ich, habe ich mir schon oft angeguckt, wollte ich auch so kaufen. Aber dadurch, dass ich eine elektrische Zahnbürste habe, habe ich mir die nicht gekauft. Aber ich werde sie gerne verwenden. Dann haben wir, ja, das Benefit-Dings. 24 Stunden Brow-Setter. Ich weiß nicht, ob das eine Originalgröße ist. Sieht auf jeden Fall sehr klein aus. Hier seht ihr es. Mit einem, gucken wir, was für ein Bürstchen da drin ist. Ja, einen sehr großen Bürstchen. Ist auch, ja, es ist ein Brow-Setter, es ist nur ein Gel. Sieht ein bisschen aus wie eine Wimperntusche, nur nicht so ganz rund, sondern abgeflacht. So, und dann dürften wir noch zwei Produkte drin haben, oder? Eins, zwei, drei, ja. Und zwar haben wir einmal von Duce, den Stift in Winterberry. Sehr krasses Rot. Also, nein, in der Kamera muss ich sagen, sieht es jetzt krasser aus, als es in echt wirklich ist. So krass sieht es nicht aus. Bei mir ist es eher ein dunkleres Rot. Ja, ist nicht so meins. Rot traue ich nicht so oft. Vor allem, wenn ich nehme eher Cremes her, Lippenstifte her, die eben natürlicher sind, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch eine Tube, eine Handcreme. Also die hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Wirklich nicht gebraucht. Also ich meine, es ist cool, weil es ist Winter, man kann Handcreme brauchen, aber ich habe schon so viele Handcremes. Ja, also es waren jetzt insgesamt im Endeffekt nur zwei Produkte drin, die ich mir reingewünscht habe. Ja, leider nicht so eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Aber jetzt gucken wir mal, was das alles kostet. Also die Botanicals finde ich eine super Beigabe, werde ich sehr gerne verwenden, aber keine Ahnung, wie viel das kostet. Ich weiß, dass Botanicals auf jeden Fall teuer ist. Dann haben wir hier 7 ml, aber das sind nur 2 ml, ist also weniger. Würden 27,50 Euro kosten. Könnt ihr euch ja ausrechnen, was 2 ml kosten. Es ist auf jeden Fall eine neue Speicherkarte wieder dran. Ja, also das hätte ich jetzt an sich nicht gebraucht, aber ich finde es cool, dass es drin ist. Dann haben wir als nächstes, guck
kennen wir die Silhouette Expert Hand Cream, also diese hier, und zwar Verbena steht drauf. Also ich denke, dass das so Zitronenverbena ist und die kostet 3,90 €, also schon eine teure Handcreme, würde ich mir für diesen Preis nicht kaufen. Dann lieber eine Tracel Moon Handcreme. Dann haben wir einmal die Humble Brush drin, die kostet 3,90 €, bis jetzt an sich kein teurer Preis. Aber ich bin froh, dass sie drin ist, weil sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Dann haben wir einmal die Neutrogena Maske, die kostet 2,99 €, ja, würde ich mir dazu auch kaufen. Und dann haben wir eben noch diesen Duce Stift, der kostet 19,97 €, also das ist das teuerste Produkt und das, was ich auch nicht gebraucht hätte. Ja, diesen Monat leider nicht so meine Box, aber an sich war es jetzt nicht schlimm. Es ist jetzt nichts, was ich überhaupt nicht verwenden könnte. Jawohl, den Stift weiß ich nicht. Also es kommt darauf an, mal gucken, was der für eine Farbe hat. Ja, ist eigentlich eine schöne Farbe. Ich kann mir nichts sagen. Also ist diese Farbe hier. Das ist ein sehr dunkles Rot. Das könnte ich mir noch eher vorstellen wie so grelles Rot. Den werde ich ausprobieren. Vielleicht schaut es sogar sehr gut aus und eben überhaupt nicht. Also insgesamt hatte ich jetzt zwei Produkte drin, die ich mir reingewünscht habe. Eins, das ich jetzt gesagt habe, was ich cool fände, wenn es drin wäre, aber jetzt nicht reingewünscht habe. Das ist das Neutrogena hier. Ja, ist eine sehr magere Ausbeute, aber immerhin drei Produkte, die mir wirklich gut gefallen aus der Box. Ja, ist in Ordnung. Das war's dann wieder mit dem Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch sehr gerne einen Kommentar da lassen. Ich schaue wirklich, dass ich alle Kommentare beantworte. Vielleicht habt ihr die Glossy Box. Vielleicht hattet ihr was anderes drin, was mir vielleicht besser gefallen hätte. Oder vielleicht hattet ihr auch dasselbe drin und was haltet ihr davon? Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Entweder unten auf den Abonnieren-Button oder am Schluss hier irgendwo an der Seite auf meinem Gesicht. Einfach draufklicken. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss!